Was darf's sein? Eine Mimosa, aber nicht zu viel Orangensaft. Mimosa? So was Exotisches haben wir nicht. Aber Sie haben doch Champagner. Klar. Und Orangensaft. Natürlich. Na also, halbe halbe. So schwer wird's doch nicht sein, oder? Bitte, der Gast ist König. Sag mal, war zufällig eine Dame hier mit so einer roten Nelke? Sag bloß, du hast ein Rendezvous mit dieser Schreckschraube. Was? Da drüben sitzt sie beim Fenster. Oh Gott. Helga, du darfst mich jetzt nicht im Stich lassen. Ich gehe jetzt und wenn die sich nach einem Nelkmann erkundigen sollte, ich war nicht da, du kennst mich nicht, bin überhaupt nicht geboren. Ist alles in Ordnung? Ja, wieso? Die Mimosa. Die Leitner von der Großmetzgerei? Ja, millionenschwer. Sie ist nicht ganz mein Typ, aber deiner. Du steckst dir diese rote Nelke ins Knopfloch und bist ganz weit vorne. Die kennt mich doch gar nicht. Ja, mich auch nicht, Gott sei Dank. Blind Date, Erkennungszeichen, rote Nelke. Hermann, das ist der Jackpot. Und die Finanzierung für den Freizeitpark steht auch. Den Mann auf Krücken. Ich weiß, du doch in 6 Wochen weg. Hermann, du brauchst eine Frau. Weil noch einmal einen Tag am Boden liegen, ja? Und kein Schwanz kümmert sich um dich. Ja, du hast ja recht. Aber du gehst mit. Nein, 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 nein. Du schaffst das schon. Weidmann, Zeit. Ja, wie du auch? Kein Kommentar. Wo sitzt sie? Kommt gerade. Hermann. Ja, meine gnädige Frau, Sie auch? Jesus, Maria und Josef. Kleiner Betriebsunfall. In 6 Wochen bin ich wieder auf dem Damm. Darf ich mich setzen? Gern. Aber mich entschuldigen Sie. Wie Sie gehen? Ja, für wie blöd halten Sie mich eigentlich? Ich bin doch nicht Ihre Krankenschwester. Ja, aber ich... Und überhaupt, ich habe mir unter einer eleganten, feinsinnigen und nicht unvermögenden Unternehmerpersönlichkeit mit Sinn für Kunst und Natur was ganz anderes vorgestellt. Schaut. Servus. Der Bursche zahlt für mich. Ja? Das. Also. Ja. Und was ist jetzt mit dem ganzen Sekt und dem Orangensaft? Zahlst du die? Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle wegen dieser Ziege. Schreib's den Böller auf die Rechnung. Hier, die ist für dich. Danke, kein Bedarf. Ich habe nämlich auch Sinn für Kunst und Kultur. Na? Hat's geklappt? Na, du machst mir vielleicht Spaß. Ich bin ins offene Messer gelaufen. Und wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass ich doch so eine Schreckschraube abfahre? So viele Millionen gibt's überhaupt nicht, dass ich auf die reinfallen würde. Ich sage nur eins. Memme. Pflaumen, August, du.
Nein, Gina. Bleib du besser hier. Ich mach das lieber alleine. Guten Abend, Schwester. Herr Wöller? Hanna, wo gehst du denn hin? Kannst du nicht wenigstens nach der Abendandacht... Guten Abend, die Damen. Guten Abend. Guten Abend. Schwester. Nicht jetzt, Herr Wöller. Ich muss dringend weg. Nur 10 Minuten. Wieso sind Sie überhaupt hier? Hatten Sie nicht ein Rendezvous mit Ihrer millionenschweren Witwe? Das hat sich erledigt, Schwester. 10 Minuten. Tut mir leid. Leise sei. Die Nonnen singen so schön. Schau mal, was das Herrchen für dich hat. Guten Appetit. Hast du Nachtschicht oder traust du dich nicht nach Hause? Gina hat gepetzt. Gott sei Dank. Ehrlich, Jenny, das kannst du nicht machen. Den Mann einfach sich selbst überlassen. Also, wo ist er? Gina meint, er wird die Nacht vielleicht nicht überleben. Dann ist das jetzt deine letzte Gelegenheit. Wie? Deinen Frieden mit ihm zu machen und ihm zu verzeihen. Verzeihen? Dem? Oh, Hannah. Willst du dein Leben lang damit herumlaufen? Mit diesen Erinnerungen und diesen Bildern im Kopf? Verzeihen ist die einzige Möglichkeit, mit seiner Vergangenheit abzuschließen. Kann sein. Aber das schaffe ich nicht. Du musst das schaffen. Es geht um dein Seelenheil. Also, zum letzten Mal, wo ist er? In seinem Club. Dann pack alles zusammen, was du für eine Notbehandlung brauchst. Ich sag Gina Bescheid, dass es länger dauert. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Wo ist Schwester Hanna? Bei einem Sterbenden. Und Jenny auch. Sehr gut. Und wo ist diese Gutenberg-Bibel? Kommen Sie! Ich hole sie. Sie ist unterm Schreibtisch. Aber sie bleibt doch hier bei uns, oder? Was ist das? Oh mein Gott. Da war sie immer drin. Ja, wirklich. Vielleicht hat Hanna sie woanders versteckt. Kann man sie in der Klinik erreichen? Jetzt? Ich glaube kaum. Fahren Sie hin und holen Sie sie. Jenny, fahr du mit und bete zu Gott, dass wir nicht zu spät gekommen sind. Okay. Aber meine Sachen sind noch unten. Mach dir keine Sorgen, die hole ich. Also fahr mit. Okay. Hanna! Katastrophe. Gina, was ist? Die Mutter Oberin ist bei uns aufgetaucht, aus heiterem Himmel. Sie wollte die Bibel sehen, aber die ist verschwunden. Was? Oder hast du die woanders versteckt?
Nein, aber das kann doch... Wöller. Was? Der Herr Wöller. Stimmt. Der war ja vorhin da. Und du bist in die Klinik und wir sind in die Kapelle. Auf jeden Fall musst du mitkommen. Die Mutter Oberin wartet auf dich. Bitte sag ihr, das geht jetzt nicht. Es geht um Jenny. Das muss sie verstehen. Außerdem geschieht es ihr ganz recht. Die wollte die Bibel nicht nur anschauen, sondern mit nach München nehmen. Und wir sind die Dummen. Also, bitte sag ihr, ich komme, sobald es geht. Gute Nachricht. Er hat die Operation überlebt. Ja, die schlechte, wir haben in seiner Wunde eine Pistolenkugel gefunden. Wir müssen das der Polizei melden. Natürlich. Jenny, du gehst jetzt zu ihm. Ich komme dann gleich nach, ja? Jenny darf doch zu ihm, oder? Ja, natürlich, sehr gern. Dann muss ich nicht bei ihm im Aufwachzimmer sein. Das schaffst du doch, Jenny, oder? Ja. Gina kommt zurück. Leider allein. Das ist doch wirklich die Höhe. Verzeiht, Mutter. Ich soll von Hannah ausrichten, dass sie sich noch ein wenig gedulden sollen. Sie kann Jenny in dieser Situation mit dem Sterbenden nicht alleine lassen. Ich denke, Jenny will Krankenschwester werden. Da muss sie doch eine solche Situation allein bewältigen können. Ja, schon. Nur... Der Sterbende ist Jennys Ex-Manager aus dem Strip-Lokal. Sie hat viel durchmachen müssen mit diesem Mann und sie hasst und verabscheut ihn, sodass... Das was? Dass Hannah Angst hat, Jenny tut ihm was an, oder wie? In dem Fall kann ich Jenny unmöglich zur Einsegnung zulassen an Pfingsten, mit einer so unchristlichen Einstellung. Aber genau deshalb ist Hannah doch bei ihr. Sie will ihr helfen, diesem Mann zu verzeihen. Ja gut, wir übernachten hier. Ist das Bett im Fürstenzimmer bezogen? Natürlich. Brauchen Sie sonst noch was? Nein. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Kusch. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Sonst... Jenny. Auch er ist eine Kreatur Gottes. Und wer ist schon frei von Schuld? Mein ist die Rache, spricht der Herr. Nicht deine oder unsere. Hey Jenny. Ich schätze, ich mache einen Abgang, ne? Na Gott sei Dank nicht. Wir sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Kannst du bitte bei mir bleiben? Ja. Ich... Es tut mir so leid, Jenny. Mir auch. Ralf, mir auch. Ich danke dir.
Streifen waren los, yeah. Das ist der Blues, den jeder kriegt, der seinen Job als Koch trotz allem letztlich liebt. Ein Rentner macht Alarm, sein Hund sei überfahren. Ich nehm das Tierchen auf den Arm, sein Fell ist noch ganz warm. Das ist der Streifenwagen, war? Du bist schon wieder völlig asynchron. Ein Mädel spricht mich an. Ja? Ich hab mich in der Strophe geirrt. Ja. Ja, ich bin sowas halt nicht gewohnt. Ja. Also. Ich glaube, Sie haben recht, Schwester. Weil sein Rendezvous mit der Millionärin geplatzt ist, musste sich das Geld irgendwo anders besorgen. Ja. Jetzt hoffe ich nur, dass die Bibel wirklich im Safe ist. Also kommen Sie. Ach, er ist hier gewesen. Und hat sich einen Cognac genehmigt. Oh. Und diese Papiere, die waren auch im Safe. Und die Kombination? Kein Problem. Geben Sie mir mal da den Deckel von der Vase. Ja. Oh. Lesen Sie vor. 8, 9, 7, 4, 6. Et voilà. Und, was machen wir jetzt? Tja, genau das ist das Problem. Wenn ich sie mit ins Kloster nehme, dann nimmt die Mutter Oberin sie mit nach München und versteigert sie an den Meistbietenden. Und das Kloster verkauft sie trotzdem an diesen Freizeitparkinvestoren. Das würde sie tun? Wenn es ums Geld geht, da kennt die Mutter gar nichts. Hm. Na ja, wir könnten sie ja runter ins Archiv bringen. Das ist klimatisiert wegen der Folianten. Ja. Und als Retourkutsche könnten wir eine von den schweinsledernen Stadtchroniken in Wöllersee pflegen. Also, wenn Sie meinen. Kommen Sie. Was werden Sie Ihrer Mutter Oberin sagen? Sie dürfen doch nicht lügen. Na was wohl? Die Wahrheit? Die Bibel ist im Rathaus bei Herrn Böller. Stimmt. Ich wollte nicht ins Bett gehen, ohne dir vorher zu sagen, wie dankbar ich dir bin. Dass du Jenny geholfen hast, ihren Hass zu überwinden, das hätte ich ohne dich nie geschafft. Und dann, also das war wirklich einmalig, wie du deine Bibel vor der Mutter gerettet hast. Und ausgerechnet Herrn Wöller als das Werkzeug deines unergründlichen Willens zu benutzen. Jetzt musst du mir nur noch helfen, zu verhindern, dass hier an deiner heiligen Stätte ein Jahrmarkt entsteht. Aber das kann ja wohl kaum in deinem Interesse sein, oder? Was für ein Tag. Danke, Herr. Und gute Nacht. Gleich in die Kapelle gegangen. Gut. Lasst sie eine Weile in Ruhe. Magst du noch Tee? Sie hat viel durchlitten in den letzten Tagen. Vor allem letzte Nacht. Tut mir leid, meine Damen. Ich muss doch tatsächlich verschlafen haben. Diese Stille. Und es war ja auch dank Ihnen ziemlich spät gestern Nacht. Bitte bleiben Sie sitzen. Schwester Hanna, folgen Sie mir bitte ins Büro. Natürlich. Ich wusste gar nicht, dass es zu Gutenbergs Zeiten schon Telefon gab. Das kann ich mir nur so erklären, dass der Herr Wöller gestern Abend unsere Abwesenheit ausgenutzt hat und die Bibel an sich gebracht hat. Herr Wöller? Ja, wer sonst? Er war hier. Er braucht dringend Geld. Wie Sie. Das wäre dann glatter Diebstahl. Das sieht der Herr Wöller anders. Er glaubt, dass wir schon vor dem Kauf des Klosters wussten, was in der Schatztruhe ist und dass wir ihn hintergangen hätten. Ist doch absurd. Ja. Jedenfalls, wie ich ihn kenne, wird er die Bibel bis aufs Messer verteidigen. Naja, das werden wir ja sehen. Sie fahren jetzt mit mir ins Rathaus. Das heißt,
Um diese Zeit wird er nicht da sein. Und ich bin mit Herrn Rickenbacher verabredet. Schwester Hanna, ich schlage vor, Sie finden erst einmal heraus, ob Herr Wöller die Bibel wirklich gestohlen hat. Und dann geben Sie mir Bescheid, ja? Hildegard, wir fahren. Ja, ich bin's. Nein, nein, ich bin schon auf dem Weg zu Ihnen. Ja. Und, was hat sie gesagt? Dass sie ihre Anwälte auf Wöller hetzen will. Und er natürlich auf sie. Eieiei, das gibt Krieg. Aber wenn die Rauchschwaden sich verzogen haben, werden wir immer noch da sein. Das verspreche ich euch. So, und jetzt wieder an die Arbeit, ja? Ich schau noch mal nach Jenny. Erschöpft. Aber der Kottke ist überm Berg. Ja. Ich habe mich schon lange nicht mehr so gut gefühlt. Du hattest recht, es ist weg, alles. Und mir ist, als könnte ich zum ersten Mal seit langem wieder richtig durchatmen. Ich bin so froh für dich. Weil ich wollte es dir gestern Nacht nicht sagen, aber wenn du ihn wirklich hättest sterben lassen, ohne ihm zu verzeihen, dann hättest du nicht wirklich zu uns gehört. Aber jetzt bist du eine von uns. Hanna. Herr Wöller, der kommt mir gerade recht. Geh schon mal vor, ich komme gleich nach. Einen wunderschönen guten Morgen, Schwester. Guten Morgen. Ich habe gehört, die Mutter Oberin ist im Lande. Oh, da sind Sie falsch informiert. Sie ist gerade abgereist, aber Sie werden in Kürze von Ihren Anwälten hören. Ah ja? Mhm. Das trifft sich gut. Weil dann schieße ich nämlich zurück, aus allen Rohren. Ui. Es sei denn, wir beide, Sie und ich, einigen uns auf privater Ebene. Ach, kommen Sie, geben Sie es doch zu. Sie haben gestern unsere Bibel geklaut. Dieser Satz stimmt. Bis auf das Wörtchen unsere, weil es ist meine Bibel. Das wissen Sie ganz genau. Ich habe sie ausgebuddelt. Ich habe den König Ludwig am Bahne verliehen bekommen. Und ich werde diese Bibel auch zum Wohle der Gemeinde verkaufen. Und mit den Millionen Kaltental einen Freizeitpark verpassen, dass Disneyland feuchte Augen kriegt. So. Werden Sie. Werde ich. Da gibt es nur ein kleines Problem. Und das wäre? Die Mutter will das Geschäft machen. Weil offenbar sind ihre ominösen Investoren auf unser Gelände scharf und nicht auf ihre Sumpfwiesen. Was? Jetzt sagen Sie nichts mehr.